Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen wieder zurück zu Paul Berger RP, Leute, dem Server von Stani und mir. Es gibt wieder einiges zu tun, wir haben fette neue Aufträge, wir sind hier mit iCrimex Security, Leute. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go, meine Freunde. So, wir gucken mal, was jetzt heute wieder alles zu tun gibt. Ey, Jungs, einmal herkommen. So. Versammlung. Check, einmal Versammlung, es gibt wichtige Sachen zu klären. Wir haben zwei neue Aufträge, einmal alle herkommen. Also, Jungs, ihr habt es ja vielleicht gerade mitbekommen, Stani war da. Wir haben einmal einen Auftrag von Stani bekommen, Ordnung reinzubekommen bei Stani Performance. Dann müssen wir auf unsere aktuellen Kunden, aufs MD achten, dass da auch Ordnung ist. Also wir haben richtig viel zu tun und dieser reiche Schweizer hat wieder angerufen, dass der uns nochmal buchen will. Das heißt, zum Flughafen müssen wir auch. Also steht einiges an, Leute. Ich würde sagen, lass da eine Tour machen, dass wir das alles abklappern. Wir fahren einmal kurz beim MD vorbei, machen da kurz clean, fahren mal bei Stani Performance vorbei, gucken uns das an und dann zum Flughafen, okay? Alles klar. Sehr gut. Okay, wir fahren einfach mit den beiden Autos, die wir haben. Let's go. So, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, Leute, ob wir da jetzt Ordnung reinkriegen. Es gibt sehr viel zu tun. Drei Aufträge jetzt insgesamt, um die wir uns kümmern müssen, Leute. Aber wir verdienen natürlich auch sehr gutes Geld. Wir haben ein paar Millionen jetzt schon beiseite. Packt am besten in euer MD-Park, bitte. Okay, alright. Parkt hier. Nein, parkt einfach hier. Bitte. So, okay, Jungs. Alter, was geht denn jetzt hier schon wieder ab? Ey, hallo, weg, alle, hallo. Hier, alle weg hier, alle weg hier. Schickt mal alle weg hier, schickt mal alle vom MD weg hier. Alle weg hier. Ja, genau, kommt mal alle außerhalb, dann laufen die mir hinterher. So. Jungs, ihr zwei, geht bitte. Ey, ey. Tretet den mal zusammen mit dem Fahrrad hier. Hallo. So. Alle weg hier. Ah, ich werde einmal angerufen. Ja, hallo. Hallo, Herr Crimex, sind Sie gerade bei mir vor MD? Ja, ich bin gerade vor MD, ja, wir bringen hier gerade wieder ein bisschen Auto rein. Ich habe eine Frage, können wir, wenn wir einen Termin machen möchten, woanders treffen, nicht hier vom MD, weil das immer sonst zu viel Aufstand ist? Ja, ich verstehe. Nee, wir sind ja hier, um unseren Dienst zu erfüllen, wir wollen ja hier einen Parkplatz ein bisschen freimachen. Können Sie dann gerne mal gleich nochmal zu mir kommen, ich möchte gerne mit Ihnen nochmal reden. Ja, alright, alles klar, ich komme gleich rein, aber ich habe nicht viel Zeit, ja? Also, nein, ganz kurz. Okay, alles klar. Okay, bis gleich. Schönen guten Tag, Herr Crimex. Hallo, Herr Bull. Ja, wie ich gesagt habe, Ihre Leute sind gut, aber da habe ich auch noch ein paar Beschwerden. Jo, hier schreit die ganze Zeit. Abends rum ist keiner mehr hier, wenn die Chaoten da sind. Die abends hier sind. Jetzt, der gerade da ist, wie heißt er? Gino, wie heißt der nochmal? El Chapo ist oft hier. Genau, der ist guter Junge, den meine ich ja. Ist ein guter Junge, er macht seine Arbeit. Ja. Ich brauche auch abends die Leute. Das abends, hier, weil immer wenn sie weg sind, wenn die weg sind, ihre Kollegin, dann ist es ob hier chaotisch. Da kriege ich Krise. Am Ende des Tages, ne, jeder muss halt auch mal schlafen, ne, wenn die dann den ganzen Tag Dienst machen. Ich guck mal, da ist vielleicht irgendwie Leute auch für zwei Schichten einteilen oder sowas. Also wir geben uns schon Mühe, ne, wir versuchen hier wirklich Ordnung reinzukriegen. Also, und ich möchte noch meine Ruhe haben, wissen Sie, ich verstehe. Ich würde gerne noch sagen, ja. El Chapo macht gute Arbeit eigentlich sehr hier vom MD, aber alleine sind ihn halt die Hände. Ja, wenn so viele auf ihn drauf gehen, wissen sie, dann ist es ein bisschen schwierig. Ich verstehe. Was für mich wichtig ist, nächstes Mal, wenn Sie mit mir ein Gespräch machen oder vorbei, rufen Sie mich an oder rufen Sie einfach meine Kollegen hier an, also Zentrale. Ja. Wir machen einen Termin woanders aus, treffen uns da. Ich hole dich auch gerne mit Helikopter ab, fliegen irgendwo anders hin. Ich habe keine Lust auf diese Mengen hier immer. Ja, ich verstehe. Ich weiß, dass Sie ein Berühmter sind, ne? Ich kenne Sie ja, ne? Für mich sind Sie ein Herr, der Sie Ihren Job hier machen möchte als Chef, ne? Natürlich. Ich muss mich entschuldigen, wir müssen wirklich weiter, weil ich habe noch zwei weitere Termine heute. Deswegen, kein Problem. Ich rufe nächstes Mal an, dann machen wir das, ja? Okay, Jungs, Abfahrt, macht hier nochmal ein bisschen den Platz frei. Wir fahren jetzt zu Stani Performance weiter. Okay, Jungs, lass ein paar Meter weiter vorne parken, nicht, dass die Autos gleich belagert werden. Und pass auf, die sind hier gewalttätig, die Leute daneben. Müsst ihr mich gut schützen. Bei der Playboy Villa wollten uns auch noch ein paar Leute buchen. Also die Fraktion bei der Playboy Villa. Ja, stimmt. Die wollen. Bei dem. Ey, Leute, wir haben echt viel zu tun, ey. Und bei ganz wichtig, noch PD für die Langwaffen. So, und noch PD was. Müssen wir ja auch noch vorbei. Ich glaube, das ist auch eher am wichtigsten. Weil die Langwaffen halt. Ich habe eine Person, die will deinen X6 abkaufen für 6 Millionen. Boah, was? Okay, den kannst du gleich mal zu unserem Anwesen holen. Wer ist der Typ hier mit der Maske? Ich bin Peter Urbel. Abstand halten, okay. So, Jungs, komm weiter. Wir müssen den Auftrag verfolgen. Jetzt zu Stani Performance vorbei gucken. Ja, moin. Moin, was geht? iCrimex, kommst du später zum Anwesen? iCrimex, ich liebe dich. Dankeschön. Jetzt geh mal Abstand hier. Abstand hier. Grüß Ruffy, bitte. Ich will noch einmal sagen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Jungs, Stani Performance ist verloren, das kriegen wir nicht hin, lass hier weg. Abbruch, Mission Abbruch, wir fahren bei PD vorbei und holen die. Das sind zu viele, da kriegen wir keine Ordnung rein. Wohin geht's jetzt? Bei PD vorbei. Okay, sehr gut, Jungs. Ich ruf mal kurz den PD-Chef an, ob der uns die Waffen jetzt geben kann. Max, können wir gleich noch kurz zur Bank? Machen wir auf. Was
schönen guten Tag, dass ich Sie gerade erreiche. Ich bin gerade auch auf dem Weg. Immer von euch aufgeklärt. Mit Schweizern zum Flughafen sind wir gerade. Ich habe gehört, Sie wollten auch irgendwie kommen, hat man mir erzählt. Ja, zum Flughafen wollte ich auch noch kommen. Wir sind nur gerade erstmal beim PD, weil ich die Langwaffen abholen wollte. Achso, wir sind gerade alle beim. Ich bin gerade mit den anderen. Wir sind alle beim Flughafen. Gut, dann kommen wir jetzt auch direkt zum Flughafen. Dann machen wir das erst. Also, ich glaube, die Schweizer wollten noch was von Ihnen. Ja, klar. Wir sind gerade da und kümmern uns um die Schweizer. Ja, alright, okay, dann kommen wir erst zum Flughafen. Ja, bitte. Ciao. Jungs, wir müssen erst zum Flughafen. PD-Chef ist gerade bei den Schweizern am Flughafen. Boah, ey Leute, heute ist hier richtig Stress. Die ganze iCramic Security läuft gut. Schon fast zu gut, wie viele Termine wir haben. Die andere Gang, der Playboy-Villa, will ja auch noch Security haben. Das ist echt ein gutes Geschäft, hätte ich nicht gedacht. Ey, heute ist echt einiges los, ne? Also wir haben so viele Termine. Die Schweizer wollen nochmal was hier. Wir müssen die Langwaffen abholen. Dann die Gang im Playboy-Männchen wollte uns noch buchen. Das Problem ist auch, sage ich ehrlich, wir dürfen auch nicht zu schnell wachsen. Nicht zu schnell neue Leute einstellen. Ey! Boah, Digga, dieser kleine Hund, Digga. Der kleine Hund. Ey! Digga. Was ein Typ. Weil das Problem ist, wenn wir zu schnell neue Leute einstellen, dann können wir die Qualität nicht halten. So, ne? Ich will ja, dass wir so eine. Wir sollen so eine Elite-Truppe sein, weißt du? Die Leute, die da sind, die sind gut. Und nicht irgendwie Leute, die Scheiße bauen. Wo sind die? Keine Ahnung. Welchen Hangar? Ich kann es dir nicht sagen. Links. Da stehen alle. Boah, was geht denn hier ab? Ja, ich schließe am besten mal ab. Jo, moin. Guten Tag. So, was geht denn hier ab? Ja, sehen Sie das nicht? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also sieht auf jeden Fall gut aus, die Kolonne hier, ja? Sieht sehr gut aus. Schönen guten Tag. So, guten Tag, Herr Rick White. Guten Tag, Herr Mr. Schweizer. Punktcheck. Guten Tag. So, ich würde sagen, für unser heutiges Gespräch würde ich gerne in mein Büro fahren, das ist die Zentralbank. Ja, gerne, können wir gerne machen, aber... Wir haben extra für uns hier einen Escort organisiert, der Porsche und mit der ganzen Polizei steht schon alles bereit. Das sieht schon gut aus, was ihr hier organisiert habt, auf jeden Fall. Darf ich denn schon mal grob wissen, um was es geht überhaupt? Weil, wir haben gerade so viele Aufträge, also ich kann mich kaum vor Aufträgen retten. Es handelt sich um einen 50-Millionen-Euro-Auftrag über Banküberwachung. Ich will noch nicht viel sagen. 50 Millionen? Ja. Aber habt ihr das Geld überhaupt? Nicht wie letztes Mal, dass wir wieder ewig warten müssen. Dann gehen wir mal in Ihr Büro rein, ja? Steigen Sie einfach in den Porsche mit ein. Alles gut. Jungs, wir treffen uns bei der Bank. Wir werden zur Bank gebracht. Staatsbank starten. Ey, Leute, was geht hier ab? Wir werden hier in voll der Polizeikolonne weggebracht. Was ist das denn? Ey, wie viele Polizeiautos sind das? 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder so. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Sie müssen wissen, mein Vater hat Geld wie Heu, also das ist gar kein Problem. Ja, ich merke schon allein, dass ihr hier so viele Polizisten beauftragt habt. Staatsbank? Das ist ja geisteskrank. Genau. Bald gehört uns sogar die Polizei. Nur zur Info, Markus ich nicht wollte die Polizei Punkt, kaufen. Ganz genau. Das ist sehr stark auf jeden Fall. Ja gut, ist halt die Frage, ob so eine staatliche Organisation sich halt kaufen lässt, ne? Wie gesagt, wir sind da gerade aktuell noch am Schauen. Wir sind auch gerade dabei, hier im Staat. Wir kommen ja eigentlich aus der Schweiz, wie Sie wissen. Aha. Und wir wollen jetzt hier im Staat Zweitsitz unseres Kreditinstituts aufmachen, tatsächlich. Mhm, okay. Ja, finde ich gut. Gerade auch alles schon in Planung mit Bauamt und so, wie wir bauen wollen, etc. Finde ich sehr gut. Also, ich denke mal, letztes Mal war ja erfolgreich unsere Mission. Ich denke, da können wir in Zukunft noch viel machen, ne? Wie gesagt, wir wollen auch die Staatsbank hier, die ist ja aktuell noch im Besitz des Staates, der Staat leitet die aktuell. Mhm, okay. Die wollen wir auch übernehmen, tatsächlich. Ja, okay. Und wollen wir wirklich hier im Staat auch für Bürger Arbeitsplätze schaffen, tatsächlich. Finde ich gut. Arbeitsplätze sind wichtig. So. Aber alle rein. Alle rein. An das ganze iCramic Security Team. Macht den Vorder- und den Hintereingang der Bank safe. Ich rede jetzt mit denen im Büro. Keiner kommt mit ins Büro. Alle nicht so träumen. Weg. Was geht? Achtung. Renno. Achtung, Security ist regelt. Oh mein Gott. Was geht denn jetzt ab? Alle, nehmen Sie alle ganz ruhig die Hände hoch. Alle die Hände hoch, ganz ruhig. Herr Grün, Sie kommen bitte einmal mit mir. Mit wem? Mit mir, hier vorne. Okay, alles klar. Einmal mitkommen, bitte. Jungs, gib mir Rückendeckung. Was geht denn jetzt hier ab? Was geht denn jetzt hier ab? Alle Hände hochlassen. Hey, Jungs, holt einer von euch den Opa hier mit. Einer holt den Opa hier mit. Komm mit. Der ist euch. Hey,
Handy weg, Handy weg! Ja, ist ja gut, ist ja gut. Mitkommen, Daniel, mitkommen. Rüber. Jungs, alle in eure Autos, der Herr in Grün hinter mir, der Herr in Grün hinter mir. Hier vorne, hier. Was passiert denn jetzt? Raus, 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 raus. Ich weiß gar nicht, wem ich gerade folgen soll. Mit mir, hier, ich ziel auf dich. Komm mit mir. Sie steigen hier in den Audi. In mit lila Untergrundbeleuchtung? In Audi rein, in Audi rein, in Audi rein. Geh doch kurz raus, Mann. Alle zum Anwesen, alle zum Anwesen, alle zum Anwesen. Holt den Opa mit. So, der Herr. Was geht denn hier gerade ab? Wie viele sind das? Oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee? Nee. Okay, der Herr, das sag ich Ihnen dann am Anwesen. Wer seid ihr denn überhaupt? Sie reden mit dem Herr Yamamoto. Yamamoto. Okay, nie genau. Gehört. Also, nicht böse gemeint, nicht böse gemeint, aber habe ich noch nie gehört, Ihren Namen. Okay. Ja, den werden Sie noch hören. Ey, Leute, was ist heute für ein kranker Tag? Wir hatten eine Polizeieskorte, übelst viele Aufträge. Jetzt wurden wir irgendwie hier entführt oder so. Ich sehe gerade gar nicht mehr durch. Braunberger RP, zu krass, was hier für RP entwickelt hat, ey. Alle aufs Anwesen drauffahren. Ein schönes Haus haben Sie hier. Ah, danke. Danke, der Herr. So, dann steigen Sie bitte einmal aus und stellen Sie sich da an die Garage. Jungs, ihr kommt alle, stellt euch alle hinter mir auf. Im Dreieck. Im Dreieck. Können Sie sich noch an mich erinnern? Haha. Moin. Wissen Sie, wer ich bin? Ja, ich kenne dich. Wie war das Gespräch letztes Mal? Ich. Jungs, bitte drängelt nicht so. Wie war das Gespräch letztes Jungs, Mal? Einen Meter zurück, ich stehe gefesselt vor dir. Ich habe zu dir gesagt, du stehst gefesselt vor mir mit erhobenen Händen. Sieh. Ja, das. Hast du gesagt, ja? Und wie sieht das gerade hier aus? Hast dein Versprechen gehalten? Ja, gut, okay. Und jetzt? Wir haben da was für euch vorbereitet. Genau. Was für eine Gang seid ihr denn überhaupt? Wir sind die Tokyo Manji Gang. Die Tokyo Manji Gang? El Grande, meine Gang. Ja, genau. El Grande. Aber habt ihr euch fusioniert? Seid ihr ein oder seid ihr zwei Gangs? Nee, wir sind zwei und er hat uns angeheuert. Ja, sollten wir nicht so lange diskutieren. Wir kommen zu dem hübschen Teil. Genau. Jungs, ihr bleibt alle hier. Nur der Herr von der El Grande und ich gehen. Ja, komm mit. Digga, ach du Scheiße, das sind ja, also, ich glaube, ich muss meine iCrimex Security-Truppe vergrößern. Wie viele sind das denn? Das ist ja nicht mehr normal, was hier abgeht, ehrlich. Genau, schön folgen, der Herr. Ja, klar, natürlich. Ich spiele ja hier mit meinem Leben, ja, ich mach doch hier keinen Spaß. Also, muss ich sagen, habe ich nicht mit gerechnet, dass so viele Leute auf einmal eine Bank stürmen. Habt ihr gut gemacht. Das musst du euch lassen. Naja. Ey, ich krieg langsam Krampf in meiner Schulter. Kann ich meine Hände runternehmen? Mach deine Hände rund. Ah. So. Merk dir meinen Namen. Ich bin Luis Musa, Patron der El Gran. Ich hoffe, nie wieder tun wie letztes Mal. Ja, ich sag's mal so. Also, ihr seid ja mehr als ich dachte, ne? Also. Ja. Das Ding ist ja. Wenn ich will, will ich richtig. Ich habe dir gesagt, ich komme. Und wenn komme ich richtig. Das stimmt. Also, ich muss sagen, ich hab's auch gerade schon deinem Kollegen gesagt. Respekt, wie viele ihr seid, ne? Ich bin. Naja. Ich meine, am Ende des Tages, ihr seid deutlich in der Überzahl. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jetzt hier, keine Ahnung wo, verbuddeln oder so. Ich sag's so, ich bin keine Gang. Ich bin niemand, der irgendwie kriminelle Sachen macht. Ich habe eine Security-Firma. Dass wir letztes Mal euch angegriffen haben, lag einfach daran, weil ihr eine Geisel genommen habt. So, wir wurden beauftragt, die Geisel zu retten. So, ging leider nicht anders, als dabei Waffen einzusetzen. So, deswegen, also ist gar nichts Persönliches gegen dich. Es war halt einfach eine Rettungsmission. Wenn ihr jetzt, sage ich mal, dafür uns alle ausschalten wollt, dann ist das halt so, da kann ich dann nichts dagegen machen. Ne? Du würdest dir wünschen, dass es nur begraben wäre. Aber ganz schön, Sie haben eine du kannst Jacke, dich direkt ne? daneben ich stellen. Ich nehme mal die Jacke ab. Ey, lass meine Jacke in Ruhe. Nein, ich nehme jetzt mal die Jacke ab, der Herr. Ey, sehr schön. Alter, gib meine Jacke wieder. Also dein Alter bin ich nicht. Die habe ich gerade erst neu gekauft, Mann. Ich habe noch eine kleine Frage, damit das jetzt hier nicht zur Meinungsverschiedenheit kommt. Wird das, was letztes Mal passiert ist, nochmal passieren? Ja. Das heißt, ihr kommt nochmal mit Waffen zu mir vor meiner Haustür. Ihr kommt nochmal mit Waffen zu mir vor meiner Haustür und verletzt meine ganze Familie. Wollt ihr das? Du denkst denn, wer du bist, mein Freund? Also, ich weiß, dass sie ein Schweizer Militär sind, ne? Dann. Denke nicht, sie sind gerade an der Position, für Forderungen zu stellen, oder? Ich fordere ja auch nicht, oder? Also, ich sag's mal so, ich würde mich dafür nicht mehr beauftragen lassen. Ja, siehst du, er hat gelernt. Er hat nicht nochmal Lust, dass 30 Leute vor ihnen unter Waffen stehen und ihn bedrohen, oder? Ich sag dir ehrlich, Opa, lass gut sein. Das sind zu viele. Lass gut sein. Wie wird's in der Zukunft sein, wenn du einen Auftrag bekommst gegen El Grande? Wirst du dann dahin fahren und die Leute dann wieder umschieben? Also mit El Grande würde ich mich hier nicht mehr anlegen. Ja.
gute Entscheidung. Und die Kollegen vor mir, mit denen genauso wenig. Mit dem, wie heißt der nochmal? Tokyo Chose. Tokyo Chose. Tokyo Manji Gang. Alles gut. Wenn ich nochmal einen Auftrag gegen euch bekomme, werde ich den ablehnen. Ich hoffe, dass. Ich bin gegen Gewalt. Ich bin nur dafür da, um Sicherheit zu machen. Sicherheit. Sicherheit hättest du jetzt gerne, hä? Das wäre jetzt gut. Naja, gut. Damit wir dem Ding an Ende kommen. Ah, ist das Ding scharf? Da das unten, was du in der Hand hast. Hey, ja. Hallo, ey, was soll das denn jetzt hier? Hast du schon mal ausprobiert? Lass mal die Axt jetzt hier. Ja, ich wünsche viel Spaß hier. Kannst dich an den zwei Jungs begnügen. Dann hey, ich hab doch gesagt, ich werde dich nicht mehr angreifen. Der Herr, gehen Sie mal bitte an die Wand. Ey, du Jungspund. Ich hab doch gesagt, ich werde nichts mehr machen. Ja. Das Taten ist jetzt sagen spät, mehr als 1000 Worte. El Grande por vida. Was habt ihr getan? Was seid lange hast du nicht. Was seid ihr für Menschen, wenn ihr 5-jährige Männer Dann lass mich wenigstens beerdigen, bitte. Also, ich sage euch ehrlich, das waren einfach zu viele. Da machst du nichts. Das waren ja, wie viele waren das? 30 Leute oder was? Da machst du nichts. Krass. Ja, was machen Sie? Sie können sich gleich dabei legen. Leute, ich würde aber sagen, das soll's von heute gewesen sein. Was war das für ein kranker Tag? Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.